Ja. Dann komme ich zu dem zweiten Punkt. Was ist mit den Arbeitskräften, die sich nun nachweislich am Arbeitsmarkt unter den Bedingungen, die wir sie haben und wie sie von der Arbeitsnachfrage her aufgrund des Strukturwandels noch wesentlich schwieriger werden, die sich nicht vermitteln lassen? Die bisherige Förderung von solchen Beschäftigungsprogrammen hat daran gekrankt, dass die Menschen sozusagen maßnahmenmäßig untergebracht waren für eine begrenzte Zeit, oft nur für ein halbes Jahr oder wenige Monate, und eine Entwicklung, in der man Qualifikationen erwerben konnte, in der man auch vielleicht seine Sozialkompetenzen verbessern konnte, eine solche Entwicklung weder vorgesehen, weder geplant, die Arbeitsförderungsrichtlinie auch gar nicht zulässig war, sie einzuplanen, auf jeden Fall nicht möglich gewesen ist. Hier erscheint es wirklich sinnvoll, öffentlich geförderte Arbeitsplätze entweder bestehenden oder in neuen Trägerinstitutionen zu schaffen, wo die Förderprogramme erstmal für die Trägerinstitutionen nicht auf ein Jahr befristet sind und dann wieder per Neuausschreibung umgestülpt werden und gleichzeitig die Programmteilnehmer ihre Organisation verlassen müssen, sondern für mindestens 5 Jahre für eine gewisse Kontinuität geschaffen werden. Das soll nicht heißen, dass damit den Trägerinstitutionen eine problemlose Möglichkeit der Einkommenserzielung selber verschafft werden soll, sondern dazu gehört natürlich ein detailliertes Monitoring und Überprüfung der Leistungsfähigkeit in den Funktionen, für die sie finanziert werden. Das ist selbstverständlich. Wir sehen 2 Gruppen von Personen, die auf diese Weise in zahlenmäßig auch wesentlich größerer Form als bisher aufgenommen werden sollen, nämlich prinzipiell arbeitsfähige Personen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Erwerbsbiografie, sozusagen der Schrägheit ihrer Erwerbsbiografie, nicht vermittelbar sind. Und auf der anderen Seite, und die selber aber, wenn sie in solche Verhältnisse, in solche Institutionen kommen, selber einen positiven Beitrag leisten können zur Integration anderer Personen, nämlich vorzugsweise solcher mit schon eklatanten Qualifikationsdefiziten und auch Motivationsdefiziten, die nicht in erster Linie jetzt die Vermittlung von praktischen, handwerklichen Fähigkeiten oder sowas brauchen, sondern eher einen Zusammenhang, einen Arbeitszusammenhang, einen Tätigkeitszusammenhang, der ihnen hilft, soziale, kommunikative und alltagspraktische Kompetenzen wieder zu entwickeln und zu gewinnen und gleichzeitig dabei ein Stück Anerkennung und Selbstachtung zu bekommen, sodass sie, wenn das Ganze nicht nur auf ein halbes Jahr befristet ist, sondern mit einer gewissen Kontinuität über einen längeren Zeitraum läuft, auch wieder in andere, ja, Positionen in der Gesellschaft Zugang finden. Das ist der zweite Punkt, der auch natürlich eine ausführliche Darstellung findet in unserer Broschüre. Und der dritte Punkt, nur ganz kurz erwähnt, sind Reformen im Bildungssystem, die auf diese Kluft Bezug nehmen zwischen Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot, die sich in Zukunft weiter auftun wird. Und da geht es vor allem darum, den Schwerpunkt mehr auf weniger, also etwas weg von den handwerklichen, für enge berufliche Verwendung ausgerichteten Fähigkeiten hin zu kognitiv-analytischen Fähigkeiten zu legen, nämlich analytische Fähigkeiten stärker zu einem gesellschaftlichen Allgemeingut und nicht nur zu einem Privileg von besonderen akademischen Ausbildungsgängen zu machen und die Menschen damit zu befähigen, dass sie in unterschiedlichen Zusammenhängen, in die sie im Zuge des Strukturwandels häufiger reingeraten, auch sich zurechtfinden können und Leistungen anbieten können, die tatsächlich nachgefragt werden. Konkrete Empfehlungen sind hier nochmal aufgelistet. Generalisierung der Sekundarstufe in der schulischen Bildung. Es sollte keinen Jugendlichen geben, der ohne Abschluss die Schule verlässt. Eine Aufwertung der beruflichen Bildung in dieser Richtung, die ich schon genannt habe, mehr analytisches Wissen als enges berufsspezifisches. Und eine effektive Reform der Weiterbildung, die vor allem
den Minderqualifizierten zugutekommt und nicht wie bisher den ohnehin schon hoch- und höher Qualifizierten, die von Weiterbildung gerne Gebrauch machen, weil sie ihren Nutzen unmittelbar erfahren, aber damit diese Segmentierung, die Spaltung der Chancen am Arbeitsmarkt sich dadurch nur vertieft, zulasten von Arbeitslosen und Älteren. So. Jetzt der letzte Schritt, die Schlussbemerkung. Tja, kann man sich das überhaupt vorstellen als realistisch für einen Sozialstaat, der nach allen Diskussionen, die wir hören, und in den wunderschönen Talkshows, in denen etwas ältere Politiker unsere Schwierigkeiten in der Gesellschaft immer wieder gerne beklagen, können wir uns das vorstellen, dass das überhaupt realisierbar ist? Es ist durchaus realistisch, sich ein solches Reformpaket als realisierbar vorzustellen, wenn man den Rahmen, in dem man sozialpolitische Innovationen betrachtet, ja, auf eine nicht nur an der Tagespolitik orientierte Weise sich zurechtlegt. Der Rahmen ist in der Tat das, womit ich angefangen habe, nämlich der wirtschaftliche Wandel, der weltwirtschaftliche Wandel, der Strukturwandel, der ohnehin in den Industrieländern stattfindet. Er wird ja mitvollzogen von den Unternehmen, von der Wirtschaft und von dem Staat, der über die Steuereinnahmen, die Umverteilung daran teilnimmt. Er wird ja mitvollzogen im Interesse der Bürger, deren Wohlstand zumindest im Rahmen des Möglichen zu sichern. Die Politik beansprucht und teilweise auch leistet. Aber wenn durch die Dynamik dieses wirtschaftlichen Wandels es immer Benachteiligte gibt, die nicht automatisch in der Lage sind, diesen Wandel auf individuelle Weise zu verarbeiten und sich anzupassen, dann besteht die Notwendigkeit, dass der Staat auch diese Anpassungsleistung zugunsten dieser Bürger mitorganisiert. Es gibt ein Vorbild, das ist hier als letzter Punkt aufgeführt, es gibt ein Vorbild in dieser Hinsicht, was wir in der Familienpolitik erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, nämlich mit der zunehmenden Integration weiblicher Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt. Und wir haben dabei erlebt, dass ja nicht nur es um Arbeitsmarktwirkung, Arbeitsmarkteffekte gibt, dass Frauen nachgefragt wurden als Arbeitskräfte, sondern wir haben erlebt, dass sich die Lebenswirklichkeit in den Familien, in den Ehen, in den nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften verändert hat und die Selbstverständlichkeit, dass alle Erwachsenen ja zumindest bestrebt sind, einen Teil ihres Lebens, das ganze Erwachsenenleben, ein eigenes Einkommen zu erzielen, dass die Selbstverständlichkeit zum gesellschaftlichen Normalfall geworden ist. Darauf hat der Staat in der Tat Bezug genommen und hat die sozialen Institutionen, die sozialpolitischen Institutionen angepasst. Ja. Die Anrechnung von Kindererziehungszeiten und der gesetzlichen Rentenversicherung geschaffen, Elternzeit und Elterngeld wurden geschaffen. Es gab zur Zeit der rot-grünen Regierung ein Teilzeit- und Befristungsgesetz, was die Möglichkeit des Teilrückzugs aus dem Arbeitsverhältnis erleichtert hat. Und es gibt neuerdings den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplätze für Kleinkinder ab 2013. All diese Dinge nehmen Bezug darauf, dass sich die Lebenswirklichkeit der Menschen im Zuge des wirtschaftlichen Wandels ändert und dass der wirtschaftliche Wandel auch immer ja, tragbar gehalten und gemacht werden muss für die Bürger. Und in diesem Sinne ist auch die Notwendigkeit gegeben, dass man die Priorität, das ist der zweite Punkt hier, dass die Priorität einsieht, dass die Integration der Gesellschaft, die Inklusion auch derjenigen, die den wirtschaftlichen Wandel nicht aus eigener Kraft spontan in jeder Kurve folgen können, dass auch diese Inklusion besser organisiert wird durch entsprechende Anpassung der sozialpolitischen Institutionen. Ich danke Ihnen.